In Corona-Zeiten ist doch irgendwie jeder Tag wie Weihnachten, oder? Die ganze Familie jeden Tag zusammen und bei gewissen Themen ist der Streit quasi vorprogrammiert. Die Argumente sind irgendwie immer dieselben und die Stimmung sackt regelmäßig unter den Tisch. Aber ab heute nicht mehr, denn du lernst heute die besten Strategien, um Familiendiskussionen glücklich und gelassen zu überstehen. Schön, dass du da bist. Ich bin Samu und da mein Kehlkopf immer noch nicht zurecht will, übernimmt der liebe Ralf wieder. Und ich kann an meiner Tafel wieder etwas rummalen. Also. Keiner will Stress. Mega schlecht für die Gesundheit. Da kann gerade ich ein Lied von singen. Naja, singen gerade nicht. Also, erstens, werde zum Zuhörer. Ich kann nicht nur gerade aus den letzten 6 Wochen Schweigen berichten, sondern auch von vor 7 Jahren, wo ich mal freiwillig 3 Monate am Stück geschwiegen habe. Das Wichtigste? Ich habe mich nicht einmal gestritten. Es ist ein total tolles Gefühl, völlig immun gegen Streit zu sein. Weil ohne Reden ist Streiten sehr kompliziert. Und die schön rausplauzenden Emotionen gibt es quasi nicht. Weil man seine Gedanken in Ruhe zu Papier bringen muss und da ist die erste Salve an Emotionen schon längst wieder abgekühlt. Ich habe mich wie so ein Buddha gefühlt, der alles und jeden akzeptiert hat. Ein wunderschönes Gefühl, voller Zufriedenheit und Einheit mit dem Leben. Probier das unbedingt mal aus. Sitz am Tisch oder in der Stube und hör einfach nur interessiert zu. Lächle dabei. Und sei Buddha. Und dann wird dir was Kurioses auffallen. Es passiert gar nicht so häufig, wie man denkt, dass man nach seiner Meinung gefragt wird. Die Menschen reden am liebsten selber. Da ist ein Thema und jeder sagt seine Meinung. Wirkliches Interesse an der Meinung des anderen hat man nicht. Maximal ein Streitgespräch, um eine Meinung durchzubringen. Wenn du gefragt wirst, kannst du ja sowas sagen wie, ach, ich höre lieber zu. Oder ich habe mir da noch keine endgültige Meinung gebildet. Wenn es ein Herzensthema ist und dann deine Sichtweise eigentlich klar ist, dann reicht auch einfach ein, ihr kennt meine Meinung zum Thema. Und dann wieder lächeln. Also, erstens, einfach mal Zuhörer werden. Zweiter Tipp, einfach mal eine Pause machen. Wenn die Dinge hitzig werden und die Gemüter sich erröten und die Gemüter erröten, dann geh einfach mal auf Toilette oder schnapp mal draußen nach frischer Luft. Oft ist man so im Automatismus drin, dass es schon völlig ausreicht, einfach mal diesen Automatismus zu unterbrechen, indem man aufsteht und irgendwas anderes macht, als der Diskussion beizuwohnen. Vermeide aber deine Pausen irgendwie so zu kommentieren, dass sich irgendwie der andere schlecht fühlt. Also nicht so etwas sagen wie, oh, das tue ich mir jetzt nicht an, sondern einfach nicht sagen, na, ich gehe mal eben auf Toilette. Ganz dezent. Ganz dezent und dann hast du Zeit, deine Gedanken nochmal neu zu ordnen. Drittens, wenn du schon vorher weißt, dass ein Thema auf den Tisch kommt, über welches du überhaupt nicht sprechen willst, dann sag noch, wenn die Stimmung gut ist, dass du heute nicht darüber reden willst. Steck ganz klar deine Grenzen. Und sollte sie jemand übertreten, bleibe zu 100% souverän und sage, ich habe gesagt, darüber möchte ich heute nicht reden. Und egal wie du provoziert wirst, du bleibst dir treu und sagst, du wirst heute nicht darüber reden.
das schult deine Selbstdisziplin und deine Selbstresistenz. Und so wird aus einer normal sehr unschön verlaufenden Situation eine Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Der vierte Tipp, den ich dir geben möchte, den ich aus eigener Erfahrung natürlich nicht nur in der Familie, sondern auch bei Freunden oder anderen Menschen immer wieder erfolgreich anwende, wenn es brenzlig wird. Sag ehrlich, wie du dich gerade fühlst. Fühlst du dich angegriffen oder traurig? Dann sag das. Höre einfach mitten in den Streitgesprächen mal in dich hinein und in dich hinein und wie sich das anfühlt. Stell dir nochmal die Situation vor, die Familie sitzt an den Tisch und diskutiert eifrig um ein Thema und du sagst plötzlich, ich fühle mich gerade total traurig, dass wir alle hier gemeinsam sitzen als Familie und streiten, anstatt uns gegenseitig zu stärken und uns unsere Liebe zu zeigen. Mir ist völlig bewusst, dass es in manchen Familien sehr schwer ist, zu seinen Gefühlen zu stehen. Aber gerade da ist dieser Tipp am wirksamsten und kann sogar eine Domino-Reaktion auslösen, wo alle plötzlich ein Stück offener und sensibler werden. Einfach ein klares Statement, wie du dich fühlst und die Diskussion auf die Gefühlsebene bringen, funktioniert sehr, sehr gut. Und jetzt kommt noch ein Tipp, den du garantiert noch nie vorher gehört hast. Ich habe das bis jetzt auch nur einmal ausprobiert, aus einer Intuition heraus, und dann war ich überrascht, wie grandios das funktioniert hat. Während die anderen diskutieren, schreibe einfach mit. Schreib die Argumente auf, mach eine kleine Mindmap, skizziere die Anwesenden, wonach dir gerade ist, und versuche einfach die ganze Situation zu Papier zu bringen. Es kann analytisch sein, wie eben, die Argumente aufschreiben, es kann künstlerisch sein, mit Malen. Oder eben Mindmaps konstruieren und stell dir vor, es ist ein Brainstorming-Meeting. Stück für Stück wird den Anwesenden auffallen, was du da tust. Und es entwickelt sich eine ganz andere Dynamik. Ich will dir da auch diesbezüglich gar keine exakten Anweisungen geben. Schau einfach mal, was passiert. Ausgehend von der Tatsache, dass du an dem Streitgespräch per Papier teilnimmst. Wichtig ist nur, dass du nicht abwesend wirkst und mit dem Kopf über dein Papier hängst, sondern auch, dass die Anwesenden genau realisieren, dass du das Gespräch aktiv mitverfolgst. Wenn du gefragt wirst, dann einfach sagen: Ich beobachte das erstmal. Absolut interessante Reaktion. Am Ende noch ein kleiner Tipp zum Thema Familienessen. Essen wird oft unbewusst gerade im Kreis der Familie mit Liebe assoziiert. Also sei bei dem Thema sehr sensibel und stoße die Menschen nicht zu sehr vor den Kopf. Gerade was Veganismus angeht. Also, das waren meine Tipps für die nächste Familienschlacht und ja, mich würde interessieren, was sind deine Erfahrungen zum Thema Familiendiskussion und hast du eventuell noch Tipps für die anderen? Lass uns in den Kommentaren darüber austauschen. Falls du Lust auf ein weiteres Video zum Thema hast, dann schau dir mal mein Erlebnis zum Thema Gewalt in Diskussion an. Das verlinke ich dir gleich hier. Alles Liebe und willkommen im Leben. Dein Sabu. Und natürlich auch von mir, dem Ralf. Und wenn ihr Lust habt, die Reise des Ralfs zu seinem wahren Selbst und vielleicht auch mal hinter die Kulissen zu blicken, wie man hier so eine Aufnahme macht, dann kommt und schaut doch einfach mal bei Instagram vorbei unter Ich bin ein Ralf und habt aber Geduld mit mir. Ich komme gerade aus einer langwierigen Social Media Pause, muss erstmal wieder damit warm werden. Also es werden wieder Beiträge folgen und naja, lustige Stories gibt es jetzt auch schon. Also, ich wünsche euch alles Liebe. Den Link dazu gibt es unten in der Infobox. Alles Liebe.